In den folgenden Minuten geht es um den Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich. Dieser wurde am 13. März 1938 vollzogen, als die österreichische Bundesregierung unter dem Nationalsozialisten Seyß Inquart den Anschluss an das Deutsche Reich beschloss. Wichtig zu erwähnen ist noch Kurt Schuschnigg, der Bundeskanzlervorgänger von Arthur Seyß Inquart, der versuchte den Anschluss zu verhindern. Zum Hintergrund. Deutschland oder spätere Deutschland und Österreich waren über Jahrhunderte im Heiligen Römischen Reich schon miteinander verbunden. Ferner ist es auch wichtig zu wissen, dass Hitler ursprünglich Österreicher war. Er wurde in Braunau geboren. Nun, das Deutsche Reich und Österreich-Ungarn kämpften zusammen im Ersten Weltkrieg, verloren diesen und im Anschluss ging die österreichische Doppelmonarchie oder österreich-ungarische Doppelmonarchie unter und in beiden Ländern, in Deutschland und Österreich, wurden instabile, international isolierte und wirtschaftlich von Krisen gebeutelte Republiken etabliert. So ist es nicht verwunderlich, dass 1918-19 die Mehrheit in Österreich ein Zusammengehen mit dem Deutschen Reich wollte. Das war aber verboten im Versailler Vertrag, sodass dies verhindert wurde. Aber in beiden Ländern, in Deutschland und Österreich, steigerten sich die extremen Stimmungen auf dem linken und rechten Spektrum. Zu nennen ist die Gründung der NSDAP in Deutschland 1920 und die Gründung der österreichischen NSDAP 1926. 1922 stimmte Österreich aufgrund von Geldmangel zu, dass das Anschlussverbot aus dem Versailler Vertrag noch einmal bestätigt wird. Ferner wurde Italien zur Garantiemacht bestimmt für die österreichische Souveränität. In Deutschland fand 1933 Machtergreifung statt, die Nazis übernahmen die Kontrolle. In Österreich kam es auch zu einem faschistischen Staat, aber das waren keine Nazis. Der austrofaschistische Ständestaat war national, katholisch und antimarxistisch geprägt. Kurze Zeit nachdem der Ständestaat gegründet wurde, versuchten die österreichischen Nazis einen Putsch, der scheiterte, die NSDAP dort wurde verboten und viele ihrer Mitglieder verhaftet. Das fand man bei Nazis in Deutschland nicht so toll und verhängte Wirtschaftssanktionen gegen Österreich. Zur Erinnerung, Italien, die Garantiemacht der österreichischen Souveränität. Italien begann 1935 im Oktober den Abessinienkrieg und das führte international zu einer Schwächung Italiens und zu einer Isolierung. Das heißt, Österreich musste sich irgendwie mit Deutschland arrangieren. Das gelang Kanzler Schuschnigg. Er schloss mit Hitler das Juliabkommen. Deutschland gibt die Wirtschaftssanktionen auf und im Gegenzug amnestiert Österreich die inhaftierten Nazis und nimmt manche von ihnen in die Regierung auf. Der Druck auf die Unabhängigkeit Österreichs wird stärker. Als im Oktober 1936 der Freundschaftsvertrag zwischen Deutschland und Italien geschlossen wird, die Achse Berlin-Rom gebildet wird. Das heißt, ab 1936 können die Nationalsozialisten in Österreich massiv an Einfluss gewinnen. Bundeskanzler Schuschnigg muss auf dem Berghof sich mit Hitler treffen. Das ist keine Verhandlung, da kriegt er nur Forderungen vorgelegt. Er soll das Parteiverbot der NSDAP aufheben und Schlüsselpositionen mit Nazis besetzen. Dem stimmt er auch zu. Trotzdem bereitet sich die Wehrmacht im Februar 1938 auf den Einmarsch in Österreich vor. Der britische Botschafter in Berlin sagt, ja, die deutschen Interessen in Österreich sind grundsätzlich okay. Das ist gemäß der damals gängigen Appeasement-Politik. Das gibt mehr oder weniger einen Freibrief für die Nazis in Deutschland. Schuschnigg kündet an, am 9. März, es wird eine Volksabstimmung über die Unabhängigkeit Österreichs geben. Das ist eine Gefahr für die Anschlusspläne, für die Annexionspläne der Nazis in Deutschland. Also wird ein Ultimatum gestellt, das zu stoppen. Ferner übt vor allem Göring Druck auf Österreich aus. Nazis besetzen das Bundeskanzleramt. Schuschnigg muss zugunsten Seyß Inquart zurücktreten. Ferner übernehmen die österreichischen Nazis am gleichen Tag, am 11. März, die Kontrolle in vielen Städten Österreichs. So kann dann ohne Probleme die Wehrmacht am 12. März einmarschieren und wird teilweise auch von der österreichischen Bevölkerung sehr deutlich bejubelt. Am 13. März unterzeichnen Hitler und Seyß Inquart dann das Gesetz über die Wiedervereinigung mit dem Deutschen Reich, das auch noch am gleichen Tag ratifiziert wird. International kommt es zu Protestnoten, aber sonst kaum zu nennenswerten Reaktionen. Die Folgen waren klar, der Bundesstaat Österreich ist untergegangen und nun im Deutschen Reich eingegliedert.
Das Ansehen Hitlers wächst sowohl in Deutschland als auch in Österreich. Und der Anschluss Österreich ist der Auftakt zu weiteren Gebietserweiterungen vor dem Zweiten Weltkrieg. Zu nennen die Besetzung des Sudetenlandes und die Annexion der Tschechei dann im März 1939. Historisch, das sei erwähnt, vertrat die Republik Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg die Position, dass es das erste Opfer der nationalsozialistischen Expansion geworden sei. Also kaum Auseinandersetzung. Erst in den 1980er Jahren begann eine differenziertere Betrachtung des Anschlusses und der österreichischen Rolle während der NS-Zeit. Das war der Anschluss in 5.